Guten Morgen. Wie auch die letzten zwei Tage schon, mache ich es heute Morgen erstmal wieder hell in der Wohnung. Und dann habe ich noch mindestens anderthalb Stunden Zeit, bevor mein Freund aufsteht und wir dann das Auto sauber machen. So, ich werde mich heute Morgen aufs Sofa legen, ein bisschen Sex and the City gucken oder Gossip Girl oder Pretty Little Liars. Und ja, so. Vorhin hat es hier total geregnet, aber das ist, glaube ich, schon wieder vorbei zum Glück. Oh, hier ist kalt. Wo liegen wir uns hin? Ich glaube, da. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, vorhin hat es hier total geregnet, das ist aber jetzt zum Glück schon wieder vorbei. So. Gut, einfach mal neben den Tisch gestellt. So. Lassen wir Mr. Wimmels noch raus. Ja, ich hoffe, das bleibt auch trocken den Rest des Tages. Weil ich dann nämlich heute Mittag, nachdem wir das Auto sauber gemacht haben, zum Stall will. Huch. Und danach im Nebenjob arbeiten muss. Möchte, sollte. Ja. Das steht planmäßig heute so bei mir an. Ich probiere gerade, Mr. Wimmels rauszulassen. Geht nicht, mit einer Hand mache ich gleich. Hallo Foxy. Hallo Foxy. Ja. Und dann werde ich einen Schlaf haben. Und danach arbeiten. Oh, mein Handywecker. Oh, ich habe auf Schlummern gedrückt. Naja. Machen wir gleich aus. Ja, ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen chillen und mich dann melden, wenn es spannender wird, wenn wir das Auto putzen. Ich hasse Auto putzen. Aber ja, dann melde ich mich wieder. Bis später. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Waschstraße. Das macht eigentlich überhaupt schon wieder gar keinen Sinn, das Auto zu waschen, weil es mega regnet. Aber zumindest von innen ist er heute endlich mal dran. Mein Freund sitzt neben mir. Ich weiß gar nicht, ob er ins Video möchte. Nein, er möchte nicht. Gut, dann bleibt ja ein großes Mysterium. Wir werden jetzt losfahren und ich melde mich, wenn wir angekommen sind und vielleicht erfolgreich waren. So, wir haben das Auto sauber gemacht von innen und jetzt sind wir noch bei der Post, haben mein Päckchen von gestern abgeholt und ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, sie ist schön. Ja, ich werde sie zu Hause erstmal anprobieren und dann fahren wir jetzt auch erstmal wieder hin. Ich bin tatsächlich ganz allein am Stall. Und ich überlege, ob ich auf den Springplatz gehe und ein bisschen Dressur reite mit Galoppstangen. Oder ob ich in die Halle gehe. Oder ob ich longiere. Ich bin mir noch sehr unschlüssig. Mal sehen, wozu ich mich gleich entscheiden werde. So. Holen wir mal wieder einen Halfter. Meine Tasche. Und dann begrüßen wir mal Robinho. So. Wollen wir doch mal schauen. Da ist er. Hallo. Hast du deine Macke? Mann, wo hast du denn immer die Macken her? Oh. Habe ich den ins Auge gepackt. Also er darf sich nicht an mir scheuern, weil wenn ich ihm die Hand so hinhalte, dann darf er sich den Kopf an meiner Hand kratzen. Das haben wir vereinbart, sozusagen.
Und jetzt werde ich ihn mal schnell fertig machen. Ich habe nicht ganz so viel Zeit heute. Und ich melde mich später wieder. So, ich bin fertig am Stall. Ich habe mich ein bisschen beeilt, weil ich nämlich gleich arbeiten muss. Und davor noch bei einem Kumpel was abgeben muss. Ja, Robinio war heute irgendwie nicht so gut. Aber es gibt halt solche und solche Tage. Und morgen wird es wieder besser. Ich denke, morgen longiere ich danach. Ich bin heute geritten. Vielleicht hat ihn das auch gestört, dass ich 2 Tage hintereinander geritten bin. Keine Ahnung. Morgen wird longiert und dann wird hoffentlich alles wieder gut.